Heute ist einmal mein Nikolaus-Vlog. Wir haben zwar jetzt schon den 10. Dezember, aber letzte Woche an Nikolaus musste ich ja einfach arbeiten, auch die ganze Family. Deswegen holen wir quasi heute einmal Nikolaus nach. Ihr habt es ja gerade schon gehört, es geht später einmal wieder zur Family. Omi hat richtig leckeren Kuchen gebacken und danach gehen wir dann auch nochmal zu den Eltern von meinem Freund. Also heute ist wirklich ein komplett vollgepackter Family-Tag. Ich habe jetzt gerade erstmal meine ganz normale Morgenroutine gemacht, also mich einfach nur im Bad fertig gemacht. Mir einmal hier so ein Vitamin-C-Trink geholt gehabt und mich dabei dann geschminkt. Jetzt packen wir einmal direkt das Adventskalender-Türchen zusammen aus. Ist natürlich jetzt nicht Nikolaus, was drin ist, sondern der 10. So, dann fangen wir wie immer einmal direkt mit dem Booker-Adventskalender an. Ein Smacktastic, geil, New York Cheesecake. Oh mein Gott, geil, Banana-Drink-Flavor, das wollte ich unbedingt ausprobieren, weil ich ja momentan irgendwie voll Bananensachen liebe. Richtig, richtig mega. Vielleicht auf der anderen Seite. Ah, hier oben. Die bei Bodylabs sind immer so krass in der Mitte hinten, da muss man immer richtig extrem reingreifen. Ich frage mich echt, wie Männer das machen, weil selbst meine haben das da kaum rein. Von Bodylab direkt ein Proteinbar, Banana Caramel. Wir hatten es ja gerade von Banane. Mega, cool. Ein Proteinbar in Raspberry. Den hatte ich mir selbst auch schon mal gekauft gehabt, aber noch nicht getestet. Dann einmal die letzte 10 aus dem Türchen. Ja, ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart. Das ist immer eine sehr gute Idee. Und hier ist jetzt einmal ein Limit-Spice drin in Dark Chop Peanut. Also ich weiß ja echt nicht, ob ich das einfach die letzten Male bei Lini's Bites übersehen hatte. Aber seht ihr das? Da steht jetzt einfach drauf, dass das Dark Chopped Peanut ist. Ich glaube, jetzt kann man es so ein bisschen erkennen. Also einfach Dark Chopped Peanut. Ansonsten hier vom Bodylab einmal, wie gesagt, der Riegel im Banana Bread Flavor. 65 Gramm, das ist halt auch echt ein guter Brocken. Von Nährwerten ist der jetzt natürlich auch ein bisschen mehr mit 233 Kalorien. 27 Gramm Protein, also auch relativ viel. Dann wie gesagt, einmal hier die zwei Sachen von Rocca. New York Cheesecake und auf das freue ich mich halt echt extrem. Und dann hier einmal von der Korova dieser Protein bei einem Raspberry drin. Aber cooles Türchen wieder mal. Und ich fotografiere mir das ja immer ab an den Tagen, was im Adventskalender drin war. Ich habe gerade mal geguckt, also das war am 6. drin gewesen. Von Lini's Bites hier diese großen Matcha-Dinger, Matcha-Schokolade. Dann bei Rocca waren eigentlich nur diese Limited Editions drin, die ich auch schon so hatte. Also einmal das Vanille-Kipferway und hier Lebkuchen. Dann von der Koro-Drogerie war einmal so ein Dark-Chocolate-Bite drin und von Bodylab war so ein Vanille-Karamell-Protein-Riegel. Also an sich war das Nikolaustürchen schon echt nice gewesen. Auf diese Schokolade bin ich auch echt mal gespannt, weil ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal irgendwas Matcha getestet habe. Ich glaube nicht. Und bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, geht es für mich erstmal direkt aufs Laufband, denn das Wetter draußen ist wieder richtig scheiße. Also es ist durchgängig am Regnen. Ich bin froh, dass ich das Laufband hier habe, deswegen sammle ich hier jetzt einmal die ersten Steps, weil wir ansonsten ja eigentlich den ganzen Tag nur bei der Family rumsitzen, will ich auf jeden Fall jetzt schon mal so 10.000 Steps gesammelt haben. Einfach, dass ich für den Tag schon fertig bin und dann gucke ich, was ich on top laufe, ist gut, aber einfach, dass ich schon mal die grundsätzlichen Steps reinbekomme, weil für mich ja heute auch Rest Day ist, dass man einfach so ein bisschen Aktivität immer hat. Ich habe
habe jetzt gerade schon die ersten Tinker-Steps auf dem Laufband gesammelt. Also ich war jetzt so, ich glaube, ungefähr anderthalb Stündchen drauf gewesen. Nicht ganz, so eine Stunde 25 ist das immer. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Lust zu journalen bekommen. Lust bekommen zu journalen, so, das war richtiges Deutsch. Das werde ich jetzt erstmal machen und danach gibt es dann für mich auch schon den ersten Kaffee und ich werde mir einmal Frühstück machen, wieder ganz klassisch Porridge, wie immer. Ja, wir haben es dann jetzt nämlich auch schon so kurz vor 11, also irgendwie, wenn man sich morgens erstmal in Ruhe fertig macht und dann noch so lange auf dem Laufband ist, das braucht immer so viel Zeit. Wie in der Prep, ich gucke immer, wie viele Steps ich gestern gelaufen bin und wie mein Gewicht war, das trage ich ein, einfach um das so ein bisschen besser tracken zu können. Und ich schreibe mir auch immer auf, wie viele Kalorien ich an dem Tag dann gegessen habe. Einfach damit man das im Nachhinein immer noch ganz gut überprüfen kann. So. Okay, und dann, das was ich hauptsächlich eigentlich als Journal mache, ist dann einmal meine ganzen Gedanken niederschreiben, positive Glaubenssätze, Affirmationen, sowas. Und das machen wir jetzt einmal. Frühstück wurde einmal gemacht mit einem frischen Kaffee dazu und wie geil sieht bitte dieses Frühstück aus. Also wieder eine klassische große Portion Porridge, einfach Haferflocken mit Flohsamenschalen, Wasser in die Mikrowelle gegeben, Schokoproteinpulver habe ich hinzugefügt, dann einmal oben drüber gefrorene Beeren, ganz, ganz viel Zimt, dann einmal diese Quinoa-Puffs, die hatte ich euch ja schon mal gezeigt gehabt, hier von Prozis, die benutze ich momentan ab und zu mal so zwei, dreimal die Woche einfach als Topping und dann einmal nochmal Mandelmus. Also richtig lecker, große Portion. Das lasse ich mir jetzt schön schmecken. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate bath. Ich habe mich jetzt gerade einmal ready gemacht, also ich habe einfach nochmal meine Haare gelockt gehabt und mich jetzt ein bisschen schicker wieder angezogen, einfach so ein Kleid von Zara. Das ist ein Rock, den ich da drunter habe, der war glaube ich auch irgendwann von Zara H&M, so ein Standard schwarzer Bleistiftrock. Strumpfhose ist von Calzedonia, Schuhe sind von, ich glaube, Vagabond, ja, also einfach bisschen was Schickeres und dann fahren wir jetzt einmal direkt zur Family und es gibt den Kuchen. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt so krass auf den Kuchen wieder von Omi. Einmal bei der Family angekommen und wie schön hat Omi das einfach dekoriert. Es ist so krass. Und zwar einfach mit so kleinen, süßen Schoko-Weihnachtsmännern. Wie geil sieht es bitte aus? Da steht einfach Merry Christmas. Mach mal so einen Lind-Nikolaus. Für meinen Freund mich wieder ein Proteinriegel. Einmal für mich den veganen No-Way Bar. Und für meinen Freund einmal den von ESN. Und das, worauf ich mich wirklich am meisten gefreut habe. Es gibt einmal eine Marzipan-Torte. Oh, so geil einfach. Dann frisch geschlagene Schlagsahne. Und einmal einen Maulwurfkuchen. Das ist ja echt mit meinem Lieblingskuchen. Also von Omi, ich kann gar nicht sagen, was ich am liebsten esse. Aber so ein Maulwurfkuchen ist schon auf jeden Fall unter meinen Favorites. Gibt es jetzt einmal schön mit einem frischen Kaffee und der Family zusammen. Ach, ich freue mich einfach so krass auf diesen Nachmittag. Maulwurfkuchen. Das ist jetzt einmal die Innenfüllung. Richtig schön mit Bananenschicht und dann dieser Creme und obendrauf wieder die Krübel. Oh mein Gott. Perfekt. Und jetzt gibt es ein Riesenstück von der Marzipan-Torte. Und da muss auch ein bisschen Sahne drauf. Beziehungsweise nebendran, dann kann man das nämlich dann schön reintun. Und jetzt gibt es das Stück von der Marzipan-Torte. Da sieht man auch nochmal, richtig schön hoch das ist. Mhm. Bisschen Sahne. Richtig lecker. Aber das, was hier jetzt gerade fehlt, ist die Banane von dem anderen Kuchen. Also es geht nichts über eine Maulwurst-Torte. Und weil es so lecker ist, muss ich jetzt noch mal ein Stückchen von der Maulwurftorte essen. Das ist einfach wirklich mein Favorite Kuchen. Und
ihr seid nicht. Alles klar, komplett fertig. Es gibt jetzt einmal Bescherung. Und zwar als allererstes einmal Milka-Eier bekommen. Ich liebe die einfach mit Oreo-Geschmack. Das ist das Beste. Und dann einmal so ein MyProtein-Impact-Riegel in Fudge-Brownie. Der ist auch richtig lecker. Und dazu ist dann einmal hinten mein Abschminkzeug von Garnier. Und was ich hier gerade schon einmal in der Tüte gesehen habe. Ein Oreo-Weihnachtsmann. Ach, den habe ich mir gewünscht. Oreo, aber mit weißer Schokolade. Ich liebe einfach Oreo-Schokolade. Beste Schokolade, die es gibt. Und dann haben wir hier einmal noch von Naughty Nuts ein Bio-Erdnussmus in Kakao Crunch drin. Richtig, richtig lecker. Da bin ich mal gespannt. Das testen wir dann wieder über dem Porridge mal aus. Ein Schokololli von DM. Die sind auch immer richtig lecker. Und da haben wir dann nochmal zweimal Nussmus drin. Wieder von Naughty Nuts, einmal in Cinnamon Roll. Das ist auch richtig, richtig lecker, das kenne ich schon. Und dann einmal das in Blueberry Bash, habe ich euch ja schon gesagt gehabt. Das abends über Magerquark, wenn man es ins Tiefkühlfach tut, ist einfach richtig geil, weil das dann fest wird wie so eine Schokoschicht. Also das muss ich auf jeden Fall mal in Tiefkühler tun. Und dann habe ich einmal noch ein Geschenk hier. Wie süß ist bitte dieses Geschenkpapier? Einfach mit kleinen Nikoläusen. Was liebe ich viel zu sehr und wovon kann ich nie genug haben. Proteinriegel. Ach, die sind so geil. Hey Crispy Protein Bars in White Chocolate Strawberry. Die schmecken einfach wie gesunde Joghurtte. Viel zu geil. Also, wenn ihr Proteinriegel mit Erdbeergeschmack mögt, holt euch die. Die sind richtig, richtig lecker. Das waren jetzt gerade einmal die ganzen Geschenke von Mama gewesen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil von Omi und Opi. Komplett übertrieben wieder. Viel zu viele Geschenke. Aber ich habe natürlich wieder einmal ein Nikolaus bekommen. Jetzt habe ich meine zwei Lieblings-Nikoläuse. Einmal einen ganz klassischen von Lindt mit Vollmilchschokolade und einmal den Oreo ja von Mama gehabt. Und einmal von Heidmann. Das ist so ein Laden bei uns, der viele Pralinen, Tees und sowas hat. Und das sind einfach Trüffel mit Omi Vanille ist das gewesen, oder? Vanille, ja. Die gibt es auch immer zur Osterzeit und die sind so richtig lecker. Deswegen habe ich mich da gerade so drüber gefreut, dass es einfach ein paar von denen gibt. Die haben natürlich jetzt viele Kalorien, aber das gibt es dann irgendwann später. Ich denke mal Anfang nächsten Jahres, wenn ich so ein bisschen mehr in der Off-Season bin. Und dann fangen wir einmal hier mit dem ersten Paket direkt an. Auch das Geschenkpapier hier wieder mit Ho Ho Ho. So richtig süß. Wieder eine Riegelpackung von MyProtein. Diesmal die Crispy Layered in White Chocolate Peanut. Mein Freund hat die einmal in Cookies and Cream bekommen. Und da können wir jetzt nämlich Hälfte-Hälfte machen, weil da 12 Stück drin sind. Das heißt, wir haben quasi verschiedene Riegel. Ich habe 6 davon, 6 von den anderen und er genauso. Das ist natürlich richtig praktisch. Machen wir mit dem Paketchen einmal weiter. Auch wieder ein Nussmus, diesmal jetzt von Foodist Nut Butter in Raspberry. Die hatte ich euch ja auch schon in meinem Black Friday Haul gezeigt gehabt, aber jetzt habe ich die noch einmal. Oh, das kenne ich gar nicht. Von Rossmann, Isana ist glaube ich die Eigenmarke von denen, Body Lotion in Kaschmir, Vanille, Vanilleduft und Kakaobutter. Das klingt interessant jetzt für die Weihnachtszeit. Oh ja, die riecht richtig krass nach Vanille. My Protein Layered Bars in Triple Chocolate Fudge. Oh, die sind so lecker. Und dann kommen wir einmal noch zum größten Paket. Anhand der Form, man weiß es glaube ich schon, was es ist. Es ist einfach ein Whey. ESN Designer Protein in Black and White Vanilla. Das passt perfekt, denn ich habe das Vanille Whey von ESN jetzt aufgebraucht gehabt. Jetzt habe ich einfach wieder eins auf Vorrat. Also ihr seht es, komplett übertrieben. Aber ich freue mich so krass über die Produkte und vor allem Riegel und alles. Und weil ich gerade noch Hunger bekommen hatte und ich weiß, dass Omi einfach immer so viel Obst da hat, habe ich mir einfach hier einen riesen Obstteller gewünscht. Wir haben jetzt einmal einen Apfel, Birne, Weintrauben, Mandarine und Kiwis. Oh mein Gott, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich jetzt darauf freue. Ich habe so lange kein unterschiedliches Obst mehr gehabt. Also das ist echt das Geile, wenn man sich sowas jetzt in der Reverse Diet gönnen kann. Aber einfach jetzt ein Stück Birne. Mmh. Sowas macht einen so glücklich, einfach Obst. Das sind echt schöne Freiheiten jetzt, wenn man auch einfach mal wieder sowas essen kann und sich nicht Gedanken machen muss, wie viel Kalorien es jetzt hat. Klar, ich werde jetzt heute ein bisschen mehr essen von Kalorien allen, aber das ist auch in Ordnung. Wir sind jetzt gerade einmal bei meiner Family weggegangen, bei den Eltern von meinem Freund angekommen und wir haben einfach noch ein kleines Nikoläuschen bekommen und zwar gab es wieder Proteinriegel und nochmal so ein Schoko-Adventskalender. Richtig, richtig cool. Vor allem, ihr wisst, meine Riegelliebe. Die ist definitiv da und wird nie weggehen. Wir werden jetzt auch nochmal hier eigentlich nur noch ein bisschen gemütlich zusammensitzen und dann nochmal einen Tee trinken, vielleicht nochmal ein paar Plätzchen essen, denn die Mama von meinem Freund hat richtig schön gebacken. Guck mal, wie schön es auch einfach hier dekoriert ist. Und es gibt doch wirklich nichts Besseres als frisch gebackene Plätzchen.
Da freue ich mich gleich richtig drauf. Wir sind jetzt gerade einmal wieder zu Hause angekommen. Also wir haben es jetzt auch schon kurz nach 10:30. Wir waren also echt noch lange einmal bei den Eltern von meinem Freund gewesen. Es war richtig schön gewesen. Also wir haben eigentlich nur die ganze Zeit zusammengesessen, noch Tee getrunken und ja, Plätzchen gegessen. Die waren auch so lecker gewesen. Also habe ich mir jetzt echt nochmal ein paar Plätzchen gegönnt gehabt. Und ich habe ja euch vorhin schon gesagt, dass ich jetzt heute einfach mehr gegessen habe. Es war jetzt für mich ein Tag, wo ich mehr Kalorien gegessen habe. Und ich hatte einen Restday. Ich bin jetzt heute früh nur meine 10.000 Steps gelaufen. Also jetzt insgesamt den Tag über, ich glaube, so 12.000 Schritte. Und ich werde mir jetzt aber trotzdem nochmal meine letzte Abendmahlzeit machen. Einfach mit noch ein bisschen Eiweiß. Und das ist jetzt ein Tag, der ist vollkommen in Ordnung, wenn ich mal mehr esse. Ich gucke schon, dass ich bei der Reverse Diet jetzt meinen normalen Meal-Plan esse, aber so ab und zu kann man sich auch mal ein bisschen was gönnen und die Zeit mit der Familie und allem ist auch wirklich wichtig. Deswegen habe ich es einfach genossen, auch mal ein bisschen freier zu sein. Da mache ich mir auch keinen Kopf. Der Tag heute ist in Ordnung, ab morgen geht es dann mit den ganz normalen Meals weiter und so handhabe ich das jetzt. Es funktioniert für mich perfekt und mir ist gerade einfach die Zeit mit den Liebsten zu genießen wirklich deutlich wichtiger und das habe ich heute auf jeden Fall gemacht. Wir haben auch wieder so viele Geschenke bekommen, also ich bin einfach super gerne am Schenken, meine Family auch und es ist krass, wie viel wir einfach zu Nikolaus bekommen haben. Also das ist eigentlich schon so wie Weihnachten fast. Das ist voll übertrieben gewesen, aber wir freuen uns einfach so krass über diese Proteinsachen und meine Family weiß es ja auch. Mein Freund hat im Endeffekt eigentlich fast genau das gleiche wie ich bekommen, also auch viele Riegel. Schöner Nikolaustag gewesen, den wir so ein bisschen nachgeholt haben. Jetzt werden wir uns aber nur noch einen entspannten Abend zu Hause machen. Wie gesagt, ich esse nochmal ein bisschen was und dann gehen wir auch schon bald schlafen, also zumindest ich, weil wie gesagt, schon relativ spät. Ich denke mal, ich gehe so gegen 12 schlafen. Für das Video würde ich mich jetzt aber einmal von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.